Hallo, mein Name ist Sebastian Schmidt und ich studiere jetzt schon im 10. Semester die Fächer Deutsch und katholische Religion auf Lehramt an den Universitäten Erfurt und Jena. Ich glaube, ganz besonders an diesem Studiengang ist die Kooperation zwischen den beiden Universitäten. Das hat man nicht häufig, dass es einen Studiengang gibt, der an zwei Universitäten oder der es benötigt, dass man an zwei Universitäten studiert. Das hat den Nachteil natürlich mit sich, dass man zwischen den Städten Erfurt und Jena regelmäßig hin und her pendeln muss zu den Lehrveranstaltungen. Entsprechend natürlich die Theologieveranstaltungen in Erfurt im Dom und die Deutsch- und Lehramtsveranstaltungen hier in Jena an der Universität. Es hat aber den Vorteil, dass man natürlich zwei ganz unterschiedliche Städte kennenlernt und zwei unterschiedliche Universitäten. Die Universität Erfurt ist etwas kleiner als die in Jena, ist auch noch nicht ganz so alt. Dafür hat man in Jena dann eine Universität, die sehr, sehr groß ist, auch sehr alt ist, eine große Tradition mit sich bringt. Und da lernt man einfach zwei ganz unterschiedliche, ja, Studienorte und Studiensysteme auch irgendwo kennen. In Jena kann es gut vorkommen, dass man mal in der Lehramtsvorlesung mit über 800 Leuten sitzt. Das sind schon ganz schön viele, da ist man auch nur einer von vielen, da kommt man sich manchmal auch nur wie so eine kleine Nummer vor. Das ist in Erfurt natürlich ganz anders. An unserer kleinen Fakultät ist alles viel familiärer. Man kennt die Professoren, man hat kleine Seminargrößen, auch kleine Vorlesungsgrößen, was natürlich einen Vorteil hat, dass man sich viel aktiver einbringen kann, auch mal Nachfragen stellen kann, direkt mit den Professorinnen und Professoren diskutieren kann, wenn man mal anderer Meinung ist, wenn man auch mal anderes gelesen hat. Es ist also viel offener und viel näher als an größeren Unis oder größeren Fakultäten. Und auch offener und näher als die Uni hier in Jena, muss man tatsächlich sagen. Ist aber, finde ich, sehr schön und sehr interessant, beides mal kennenzulernen und beides im Studium zu haben. Beides hat Vorteile, beides hat Nachteile, aber beides zu haben ist ganz cool. Genau, was gibt es zu sagen oder zu beachten, wenn man sich für diese Studienkombination mit Erfurt und Jena entscheidet? Einerseits fordert das Ganze schon auch Organisationstalent. Das habe ich lernen müssen in den letzten 5 Jahren. Ich war selber nie so der Organisierteste. Das hat sich jetzt geändert. Man hat natürlich Zugfahrt zwischen den beiden Städten, die beträgt circa eine halbe Stunde. Der Zug fährt sehr, sehr häufig tatsächlich und ist damit gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang dachte, weil man im Endeffekt eine halbe Stunde ja auch in Städten wie Berlin oder Köln mal schnell mit der S-Bahn fährt, wenn man von zu Hause zur Uni fährt. Das ist also gar nicht so schwierig. Man muss halt trotzdem darauf achten, welche Veranstaltungen man wie belegt, weil man den Weg natürlich hat. Aber ja, man muss halt wirklich das organisiert bekommen, man muss sich den Studienablauf vorher überlegen, man muss gucken, wann mache ich welche Veranstaltungen und wo. Das kommt dann mit dazu. Das hat aber tatsächlich auch den positiven Nebeneffekt, dass ich heute viel organisierter bin als von vor 5 Jahren und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was ich schon gesagt habe, was ganz positiv ist, ist, dass man wirklich zwei Universitäten, Universitätskulturen kennenlernt. Und man lernt natürlich auch zwei Städte kennen, die auch recht unterschiedlich sind. Erfurt als Landeshauptstadt, etwas älter und ja, vom Charakter natürlich touristischer. Und Jena mit seinen 100.000 Einwohnern als kleine, sehr kleine Großstadt. Aber mit dem großen Vorteil, dass hier wirklich ein Drittel der Studierenden, das habe ich schon gesagt, ein Drittel der Stadtbewohner tatsächlich mit der Uni zusammenhängen. Und das merkt man. Die Uni ist hier omnipräsent im ganzen Stadtbild. Das finde ich ganz cool, deswegen wohne ich auch in Jena und nicht in Erfurt. Da gibt es auch andere, die es andersrum machen. Aber man hat eben auch diese zwei sehr unterschiedlichen Städte, die man kennenlernen kann und in denen man auch Leute kennenlernt. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool an diesem Studiengang, an dieser Kooperation. Ich habe einen großen Freundeskreis in Erfurt, ich habe auch einen großen Freundeskreis in Jena. Und ich kenne Leute in Weimar, das ist die Stadt, die zwischen den beiden Städten liegt. Und das finde ich einfach großartig, dass man dadurch viel mehr Leute kennenlernt, als wenn man jetzt nur in einer Stadt studiert, nur an einer Universität studiert. Alles in allem kann ich einfach nur sagen, die Uni Erfurt und die Katholisch-Theologische Fakultät insgesamt ist wirklich sehr familiär, sehr zu empfehlen, wenn man eine ganz andere Beziehung zu den Dozierenden und auch zu den Mitstudierenden hat, als an den größeren Unis. Das ist vielleicht das, was mir am meisten daran gefällt, Theologie in Erfurt zu studieren.
Und ja, ich kann es euch nur empfehlen. Kommt vorbei und probiert es aus.